schöne Frau. So allein? Was geht's dich an? Schöner Mann sucht schöne Frau. Zwecks Zucht der Besten. Zum Wohl der Republik. Die Zucht der Besten, die Bestimmung des besten Erbguts und die gezielte Fortpflanzung von besonders schönen und begabten Eltern zum Wohl der Republik war ein Kernstück von Platons politischer Schrift Politeia, zu Deutsch der Staat. Das wahrscheinlich um 370 vor Christus entstandene Werk gehört zu den am stärksten rezipierten platonischen Dialogen überhaupt und stellt ein Standardwerk zur Bestimmung der Gerechtigkeit dar. Es besteht aus zwei Teilen. Im ersten Buch streitet Sokrates mit dem Wanderlehrer Thrasymachos über die inhaltliche Bestimmung der Gerechtigkeit. Thrasymachos wendet ein, das Recht sei immer mit den Stärkeren, während Sokrates der Meinung ist, ein Herrscher dürfe keine Willkür üben. Dieser Streit endet in einer Aporie, einer Ratlosigkeit, da die Streitfrage nicht gelöst werden kann. In den Büchern 2 bis 10 geht es inhaltlich um eine positive philosophische Bestimmung der Gerechtigkeit des Guten und des idealen Staates. Platons Idealstaat gründet in einer Idee der Gerechtigkeit, welche von dem weisen Herrscher, dem Philosophenkönig, verwirklicht werden soll. Der Philosophenkönig habe die beste Erkenntnis von der Idee des Guten und herrsche über den Staat. Der Staat selbst ist hierarchisch geordnet und besteht aus drei Ständen, die immer im Gleichgewicht bleiben sollen. Nährstand, also die Bauern, Wehrstand, das Militär und Lehrstand, also die Lehrer. Jenen drei Ständen sind auch philosophische Tugenden zugeordnet. Vernunft für den Lehrstand, Mut fürs Militär und Mäßigkeit für die Bauern. Je nach Standeszugehörigkeit sollen die Menschen eine unterschiedliche Bildung erhalten. Die Kinder sollten entgegen der üblichen Praxis im griechisch-antiken Hauswesen nicht innerhalb der Familie, sondern fern von den Eltern erzogen und auf ihren Beitrag zum Gemeinwesen vorbereitet werden. Mädchen und Jungen sollten von Anfang an gleichberechtigt unterrichtet werden, ein nicht nur für die Antike unerhört neuer Gedanke. Je nach persönlicher Begabung sollten dann alle Bürger und Bürgerinnen politische Ämter innehaben dürfen. Was? Auch Weiber? Ja, Glaukon. Platons Idealstaat gehört zu den politischen Utopien, ähnlich wie Augustinus Gottesstaat oder Thomas Morus Utopia. Es hat niemals einen platonischen Realstaat in der Geschichte gegeben, doch das utopische Denkmodell Politeia hat viele Persönlichkeiten bis in die Moderne inspiriert. Auch ganz unterschiedliche Regierungen, vom Kommunismus bis zum Faschismus, nahmen Bezug auf Platons Staat. Politische Regime, die glaubten, die bei Platon beschriebene Auflösung der Familie und die Fortpflanzung der Besten passe in ein totalitäres Schema. Kalimera, hallo schöne Frau, so allein? Mach dich vom Marktplatz. Oh, du willst nicht dem Staat dienen? Idiotes! Idiot stammt übrigens auch aus dem Griechischen. Der Begriff bedeutete ursprünglich nicht dummer Mensch, sondern einfach Privatmann. Jemand, der sich nicht um die Politik kümmert. Also jemand, der in Platons Staat fehl am Platze war.